So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu einem neuen Part von Black Mesa. Und zwar, um genau zu sein, im Part 8. Wir haben hier das Kühlhaus unsicher gemacht und hoffen, dass wir jetzt aus diesem blöden Kühlhaus rauskommen. Denn man ist hier nur am Rutschen und das ist absolut nicht gut. Ah! So fies. Rechts, links. Bäh. Ah, guck, hier sind wir jetzt. DDD. Ach ja. So, was ist denn hier los? Diese Ungewissheit, wenn man spielt, das ist echt nicht gut. Hat man wirklich immer überall Angst? So, hier geht's nicht lang. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Hier können wir irgendwas abdrehen, wollte ich sagen. Nö, können wir doch nicht. Hab ich mich jetzt erschrocken. Verdammt. Bin richtig gezuckt und fast vom Stuhl gefallen. Oh, Mann. Packt mich dieses Mistvieh einfach. Ich hab's nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Wow, jetzt habe ich schnell runter. Das explodiert doch bestimmt jetzt, oder? Jo, ist gerade explodiert, ne? Ja, sind sie. So, kann ich das jetzt abdrehen hier? Ja, jetzt kann ich es abdrehen. Gut. Alles klar. Jetzt dürfte das Feuer ausgehen. Genau, so ist es. Und dann spiele ich das auch noch mit Kopfhörern. Also, gerade ich schreckhafte Person. Was war das denn? Wollte ich gar nicht. Naja, egal. Ja, gerade ich schreckhafte Person muss das mit Kopfhörer spielen. Aber ich möchte ja auch vernünftige Qualität haben. Und wenn man vernünftige Qualität beim Aufnehmen haben möchte, muss man einfach mit Kopfhörer aufnehmen und mit dem Mikro aufnehmen. Also mit dem Mikro, mit dem Kopfhörer hören und mit dem Mikro aufnehmen. So, jetzt bin ich hier bei euch. Freeman, Ja. Evans, you gave me quite a scare. Genau, Don't das bin count ich. on the cavalry finding us down here, Doc. Ja, We gotta head und for jetzt? the surface. But Ja, ich weiß. the elevator's out of order. Der Aufzug ist unter We can Wasser. still climb. Klettern. Soll ich den Kopfschuss verpassen? Bäm. Nein, mache ich nicht. Können wir nicht ausdrehen? Ich habe dich genau gesehen. So. Muss man sagen, was zuckt denn der Wissenschaftler da? Der wird wahrscheinlich noch. Der G-Man, habt ihr gesehen? Da war er wieder. Der will mich doch nicht blockieren. Oh, da ist noch einer. Wow, 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 wow. Zwei Mistviecher. Okay. So, noch was hier. Wer will es noch mit mir aufnehmen? Ich, ne? Ja, ich weiß. Ich bin der Beste. Zumindest wenn alle anderen weg sind. Sorry, Freeman. Wir gehen hier. Ja, so viele Wege. Wow, du hast einen getroffen. Gibt's ja gar nicht. Ich kann nicht über den. Guess that means I'm playing babysitter. Okay, und da oben hochklettern. Ja, nichts leichter als das. Jetzt gucken wir aber erstmal, was hier noch ist. Nix. Hier warten die anderen. Hallo. Any idea of how many of our crew have died? Ja, alle außer dir. Nein. Verdammt. Oh Mann. Ey. Okay, dann machen wir das jetzt so. These things are like
Zombies or something. Naja, sind wie Zombies, ich weiß. Kommen jetzt nicht auch die anderen da? Oder sind die schon platt? Mein Gott, wie oft musst du denn schießen, ey? Jetzt kommen die, wo ich nicht mal hier stehe, ist klar. Tschüss. So, jetzt nochmal vernünftig hier. Nee, geh weg aus meinem Blickfeld. So, schön nachladen. Fertig und los. War hier nicht was? Ja, hier war Munition. Ja, schon gut. So, hier war Nickes. Oh, da war noch einer. Ich blute sehr stark. Ja, dann, keine Ahnung, schieb den Tampon rein oder so. So, selbst Gordon Freeman hat es nicht geschafft. So, jetzt aber mal. Geht doch. Was, du willst runterfallen? Soll ich dir helfen? Ja, du fällst doch jetzt runter, oder? Los, fall runter. Soll ich dir helfen? Und tschüss. Und das Blut spritzt und spritzt und spritzt. Ja, ich habe ihn einfach nur von seinem Elend erlöst, ne? Ist doch klar. Sonst würde ich sowas nie machen. Ich würde doch keine unschuldigen Wissenschaftler umbringen. Ist doch ganz klar. Der hat doch gelitten, habt ihr doch gesehen. Der war doch da. Oh, wir hätten ihn retten können. Nein, hätten wir nicht. Hallo, ich möchte hier hochgehen. Wow, wow, wow. Nein! Hä? Nein! Mann, was ist das für eine Scheiße? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach Mann, jetzt habe ich so wenig Energie. Leck mich doch. Mann, das ist doch gemein. So, jetzt direkt hier hauen. Direkt schlagen, schlagen, schlagen. Oh, jetzt bin ich schon hier, okay. Ich möchte gerne nach oben gehen. Und möchte dahin, genau. Ich komme mit den Leitern einfach nicht klar. Ey. So, mit E benutze ich die Leiter. Aha. Ich möchte aber nur diesen Schalter umlegen und nicht die Leiter nehmen. Do not enter without a confined space permit. Ja, okay. Oh, schön. Jetzt kommt der Aufzug. Oh. So, er hat wieder Daten geladen. Feind in Sicht, neues Kapitel, okay. Das Problem ist, ich gucke hier auf die Uhr, 20 Minuten sind rum, also jetzt noch nicht, aber irgendwann dann. Und ich habe das ja hier weggeschnitten mit dem Ladebalken, also bin ich immer ein bisschen unter 20 Minuten, also muss ich ein bisschen länger machen. Das muss ich bedenken. Ja, du jetzt auch. All personnel, evacuate. High security.
Oh oh. Verdammt. Kann ich da nicht mehr rein? Hätte ich da reingekonnt? Ich weiß es nicht. Lalalalalala, wir laden uns auf. 60? 70? Oh, 75. Cool. Und 100 Energie. Zerbrechlich, alles klar. Hier geht's nicht rein, das Sicherheitsglas. Da geht's auch nicht rein. Ja. Okay. Guck mal, wir können da oben drauf klettern, aber das bringt uns nichts. Ah! Jetzt geht's. Wir müssen nur warten, bis die Tür zu ist. Oh ja, jetzt kommen auch hier solche Fallen hinzu. Ja, wollte ich einfach nur sagen, dass mit dieser Länge, falls das nicht immer genau 20 Minuten ist, sondern mal weniger, mal mehr, entschuldigt das bitte, ich sehe das nicht so eng und ich hoffe ihr auch nicht. Vielen Dank. So, jetzt, wie, das geht nicht. Ach, wir müssen es anders machen. Dann machen wir es anders. Wofür gibt es denn auch die Physik? Achso, ich brauche ja nur einen da durchwerfen, weil der andere müsste ja automatisch explodieren. Ey! Was soll denn der Scheiß? Wieso explodiert das nicht? Kann ich den Mensch hier hochheben? Nö. Hä? Nicht groß genug wahrscheinlich. Hallo? Verdammte Scheiße. Ah, das war nicht die Bombe, das war hier so ein Erkennungsdingen. Ah, deswegen. Wow. Ach, nur so einer. Ich dachte, da kommt jetzt so ein riesen Viech raus. Kam Gott sei Dank nicht. Explosiv. Ach so. Ja, sind ein paar Granaten, ne? Guck mal hier, Menschen, Soldaten, die wollen uns retten. Haben es aber nicht geschafft. Wow. Guck mal, wir können die Feinde hochheben, wie witzig. Und hier geht's auch nicht weiter. Explosive Fässer. Machen wir mal so. Die können wir nicht hochheben. Dann machen wir das mal so. Komm. 2, 3, 4. Okay, und dann fängt es an zu brennen. Bäff! Mach schon! Los! Der nächste auch. Also ich hoffe, da brennt jetzt nicht noch einer, den wir jetzt gerade nicht sehen können. Wo kommst du jetzt her? Da. Wieder aus derselben Ebene. Also wieder genau von da. What's black and white and short? Achso, ja. Was ist schwarz auf weiß und sollte komplett durchgelesen werden? Weiß nicht. Die Anleitung, ne? Wow. Ich kann euch gar nicht ausweichen, ihr Mistviecher. Können wir auch rückwärts rennen? Ja. Ja, können wir. Alles klar. So, ich möchte nochmal zurück mich aufladen, weil wir haben ja auch noch HP hier über gehabt. So, und jetzt hier weiter. Ladididida. Beware Forklifts. Ja, komm, können wir hier was drücken? Nö, können wir nicht. Und das sind jetzt Minen. Die können wir aber bestimmt... Wow. Verdammt, explodiert.
Müssen wir hier wieder die Tür einschlagen. Ja, geh doch zu. Mann. La 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 la. Gut, und wieder zurück. Und jetzt dasselbe Spiel da hinten nochmal. Ne, hier noch nicht. Kann ich hier irgendwas hochheben, was explodieren kann? Also was das zum Explodieren bringen kann? Hier ein Viech. Ist auch das Beste. Beste, was es gibt. Och ja, man muss auch schon. Ja. Wow. Mann, nicht groß genug. Verdammt. Beziehungsweise nicht genug, nicht gut genug gezielt. Okay, dich kann ich hochheben, das ist gut. Dich kann man gut werfen. Und Rams. Sehr schön. Na, gerade haben wir auch Schaden gekriegt, weil wir doch zu nah dran standen. Nö, hier ist. Hier geht's nicht. Ach nö, nicht ihr schon wieder. Stirb. Daneben. Stirb. Ist er auch tot? Ja. Habt ihr auch getroffen. Sehr schön. Jetzt kommen die hier einfach auch noch willkürlich. Ach du Scheiße, noch was. Hier geht's nicht rein. Aber von da kommt man da rein. Wow. Diese KI, ne, die verfolgen uns einfach, die Typen. Das ist ja echt gemein. Richtig gemein. Kaffee. Ein Kuchen. Eine Leiche. Wie in einer normalen Kantine halt, ne? Was können wir denn essen? Cool. Burger, Hotdog. Ich möchte gerne Pommes haben. Sides. Fries small. $2.50. Okay. Ist ein angenehmer Preis, ja, muss man sagen. $2.50 sind ungefähr, ja, weiß ich nicht, 1,80. Naja, ist doch ein bisschen teuer. 1,50 würde ich aber sagen eher. Okay, wenn wir da durchlaufen, schießt das Teil auf uns vorher nicht. Also machen wir es doch mal so. Lalalala. Na, bist du schon explodiert? Yep. Alles kaputt. So, hier passiert auch nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Das mag ich. Schön in eine Richtung nur gehen. Ja, euch mag ich nicht. Weißt du was? Ist mir Zeit, mal eine Granate zu werfen. Lass mich doch in Ruhe. Wer jetzt noch lebt, wird hier. Ja. Ist es denn wahr? Frechheit. Ne, hier ging es nicht lang. Okay. Hier geht's auch nicht rein. Da müssen wir ein bisschen klettern. Klettern können wir hier. Das ist schön. Area 2. Ist ja gut, dass es nicht die Area 51 ist hier. Ach, Mann. Man muss auch doof sein. Aber ich nehme mal hier so ein Fass mit. Ich habe nämlich da schon gesehen. Ey. Dass da wieder was Schönes ist. Explodiert ja wohl nicht von alleine, ne? Ach, so ist das. Nein. Verdammt. So, die stelle ich jetzt mal so hin. Oh oh. Oh oh. Ist das schon explodiert?
Natürlich nur das eine explodiert. Geil. Wie viele Granaten haben wir? 7. Wir hätten die auch hochheben können, ne? Oh Mann. Wie bei Portal 2, die, oder 1 auch. Die Turrets. Die Turrets. Ja, wenn irgendwas das berührt, dann... Och Mann. Ja. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wo die sind. Wow. Scheiße. Die Granaten explodieren ja von alleine. Kennt man von Counter-Strike gar nicht. Verdammt. Ich denke, hey, was war das denn jetzt? Ja, es war die Granate. Oh, ich wollte doch hier Granate nehmen. Los, explodier. Ne, eins lebt noch. Scheiße. So, du bist kalt, du bist kalt, du bist kalt. Alles ist hier unter Wasser. Achso, jetzt ist, müssen wir eigentlich da sein. Ja, ja. Hier sind wir jetzt auch. So, und ich schaue auf die Uhr. Wir öffnen hier die Tür. Haben wir hier noch volle Munition? Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Okay, hier will uns erstmal nichts an den... ans Leder. Deswegen sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Die Zeit ist leider wieder rum. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Ciao.